So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Nier Automata. Und wir sind gerade dabei, ja, eine Hauptstory mit Pascal labern zu müssen, weil wir Informationen über ihn haben sollen. Und ebenfalls haben wir noch ein paar Nebenaufträge, aber wir machen mal direkt ein bisschen mit der Hauptstory weiter. Pascal. Oh. So, also gut, wir fragen jetzt erstes mal wegen Pascals Pazifismus. Pascal, warum hast du dich dazu entschieden, nicht zu kämpfen? Wir leben schon seit hunderten Jahren. Wir haben zahllose Freunde verloren, wieder und wieder. Aber es macht mir keine Angst, Freunde zu verlieren. Was mir Angst macht, ist die Tatsache, dass ich mich daran gewöhnt habe, sie alle sterben zu sehen. Daher habe ich für mich beschlossen, dass es reicht. Gut, dann fragen wir nochmal nach den Aliens. Weißt du etwas über die Aliens? Die Aliens, meinst du diejenigen, die uns erschaffen haben? Tut mir leid, da gibt es nicht viel, das ich dir erzählen könnte. Wir haben seit Jahrhunderten gekämpft, ohne auch nur eine Nachricht von ihnen zu bekommen. Man könnte wohl sagen, die Tatsache, dass sie uns keine Befehle mehr gegeben haben, ist ebenfalls ein Grund für das Einstellen der Kämpfe. パスカル。はい、何でしょう。この村以外にネットワークから切り離された機械生命体はいるの?この村以外ですか?先日の2人に倒していただいた遊園地の歌姫がそうでしたね。歌姫?あれが? この近くに広い森があるのですが、そこに機械生命体たちが集まって国を作っているのです。とても排他的なグループで我々が近づくことのできません。場所は廃墟都市の北東にあります。大きな商業施設の廃墟から行けるはずですが、あのあたりは最近物騒なのでお気をつけください。森の国。調べてみる価値はありそうですね。 Okay, also auf zum Waldkönigreich wäre jetzt eine Devise. Möchte den hier mal beten fortfahren. Ein verwunderter Androide sah Maschinen, an nichts glauben, in einer Wüste der Schatten. Den bergen wir nur. Wir haben ja gerade keine Kämpfe hier, da würde es nicht lohnen, den zu reparieren. Na bitte, gibt doch immer ein bisschen was. Apropos, ich möchte eigentlich mal meinen Text, wo konnte man den nochmal überarbeiten? Das hier irgendwo? Todesnachricht. Unsere Skinji schwor Rache unter freiem Himmel. Ich möchte das vielleicht mal. Was gibt's hier denn noch so? Auf einem blutigen Schlachtfeld. So. Klingt besser, finde ich. Also, der kommen wir auch meine Lesung zu hören. Ich habe schon genug gehört, danke. Also, wir haben immer noch die Quest mit diesen zwei Fans, aber hier scheint diese nicht weiterzugehen. Ach ja, mir wurde auch mal gesagt von jemandem, dass das Spiel, was ich hier habe, ein bisschen zu höher eingestellt ist. Genau deswegen werde ich es jetzt mal ein bisschen dunkler stellen. Wo war das? Bildschirm. Genau. Gucken wir uns doch mal an, wie das Spiel so aussieht. Das ist jetzt fast die unterste Einstellung. Aber mal gucken. So, wir sollen zum Waldkönigreich. Soll durch die Straße, also durch diesen einen Weg zu erreichen, deswegen gehen wir hier lang. Und ich weiß, dass wir noch sehr viele Quests offen haben. Dubi. Nani? Itsu ni nattara Nines tte yonde kureru desu ka? Nines de juubun tsutawaru. Ma, sou nan desu kedo. Okay, ich wurde gerade mit in meiner Sitzung unterbrochen. Ich wollte jetzt eigentlich noch so sagen, wann. Ach, kein Plan mehr, was ich jetzt sagen würde, deshalb wir brauchen so hier Tiere töten. Wir brauchen immer noch Tierfell.
Auch wenn das sehr brutal ist. Gott, ey, halten die viel aus. Tierfell. Ja, gut. So, wir sollten hier lang. Da waren wir sogar schon mal drin und haben da vorne den Wächter getötet. Mal gucken, der wieder lebt. Mir war auch schon cool, wenn man hier so runter guckt. Dort die Wasserfälle und alles. Ich finde das übel nice, wie das alles ausschaut. Laufen. Hier ist nichts. Kokoga. パスカルの言ってた商業施設の廃墟みたいですね。記録によるとデパートという場所だったみたいです。 So, hier müsste ja wenn in der Weg sein. Okay, gut, das geht nicht. Das heißt, wir könnten hier noch gucken. Bei mir kommen gerade außerhalb meines Zimmers Geräusche. 何か仕掛けがあるんでしょうか? Was war das? 僕らも人間だったらこんな場所で楽しく買い物をしていたんですかね。家庭の話は無意味。真面目だな、トゥービーは。警告。直上に機械生命体反応多数。森の王万歳。森の万歳。なんだよ、森の王って。気を抜かないで、ナイエス。 そんなこと言っちゃって。僕はスキャナーモデルだから。戦闘はあんまり得意じゃないんですよ。なんかあいつ逃げてばかりですね。So, wir haben's. Selbstmörder oder wie? Was? Was ist? Was für eine? Hä? Koko? Nanda? Kore? Anata gata wa? Ayashii kara kowaso. To be. Chotto matte. Hakai suru. Was zur Hölle? Alles klar, Mechanismus betätigt. Schon komisch. Oh mein Gott, sieht das hier schön aus. Will man gleich ein Haus bauen? Wenn Minecraft genauso aussehen würde, wäre es das perfekte Spiel. Und natürlich noch ein bisschen mehr Gegner und schwerer wäre. Kimastane. Tubi, yudan shinaide kudasai. それはこっちのセリフ。気をつけて、ナイエス。はい。ここの機械生命体は王国とか王様と言ってましたね。奥の方に白らしき建造物が見えましたし、ちょっと行って調べてみましょうか。 Ja, bitte. Und wieder. Und jetzt können wir auch transportieren. Das ist ziemlich praktisch. Erstmal schnell speichern. Aber schon krass mit den Maschinenwesen hier im Wald. Die scheinen eine Art König gewählt zu haben. Also haben sie eine Monarchie aufgebaut. Interessant. Obwohl, ich glaube, wenn sie ihn gewählt haben, heißt es Hierarchie. Da bin ich mir aber gerade selber nicht so sicher.
Pyrit und alles. Wenn wir kriegen wir hier auch in den höheren Gebieten endlich mal Sachen, um unsere Waffen aufwerten zu können. Ach, hier unten ist doch das Bild, direkt von dem Wasserfall, glaube ich. Ja. Foto vom Wald aufgenommen. So, zack. Moment, Gegenstand. Wo war das nochmal? Tierköder. Waren es hoffentlich. Wo waren die? Unterstützung? Genau, hier, Tierköder. Und jetzt, mein Wildschwein. Wäre das schon cool. Hallo. Oh, sorry. Greift uns das einer jetzt an? Wir haben es ja, glaube ich, voll mitgenommen. Du solltest mir da nicht in den Tod rennen, ne? Wo waren denn jetzt diese Roboter? Ich habe die nicht mal gesehen. Moment, aber Loot. Scharfe Kurven sind nicht so das Ding von dem Wildschwein, ich merke schon. Kann ich da jetzt mal... Okay, gut, mir auch recht. Ich lauf lieber alleine. Bin ich zumindest mobiler. Du hast dann... Oh, die Dragonerlanze. Hört sich zumindest geil an. Mal gucken, wie sie ausschaut. Dragonerlanze. Waffenset 2. So, hier. Speere. Die Dragonerlanze. Macht 250 Schaden. Ja, gut. Hat eine Dreier-Kombo. Ja, gut, unsere macht jetzt mehr Schaden. Details. Seifigkeit ist unbekannt. Okay, interessant. Auf jeden Fall kann man die vielleicht irgendwann mal ausrüsten, aber aktuell ist ja unsere noch stärker, deswegen würde ich sie noch behalten. Die Roboter waren jetzt hier rechts oder wo? Weil hier links waren sie ja nicht. Oh ja. Oh nee, oder? Koizra, Tubi. Kikai Seimeitai no yukoto ni mimi o kashatame da. Oh, Dark Souls hat gerade ein Update, das heißt, der DLC kommt bald. Yay, geil. Als ob beide auf Cooldown sind, ey, komm. So, haben wir alle gekillt. Oh, Maxi LP Plus erhalten. Die können noch sowas droppen. Interessant. Ist hier überhaupt noch einer? Ja, hier, sehr ruhig. Weiter geht's. Das Waldkönigreich wird nun übernommen. Wir gehen mal hier unten lang, weil da sind wieder Feinde abgebildet und möchte mich ja ein bisschen umgucken. Mein neues Gebiet und so. Vielleicht findet man ja irgendwas Cooles. Oh lol. Eine Burg. Wir sind jetzt hier wieder im Mittelalter angelangt, oder wie? Finde ich schon cool.
Wir müssen ja hier ein bisschen schnell vorangehen, alles vernichten, was geht an diesen Maschinen. Oh, Todesheilung ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Da ist noch eine Quest, sehe ich gerade. Oder irgendwas anderes. Oder war das nicht diese Maschine, die wir da geholt haben? Bin mir nicht sicher, wenn doch, tut es mir leid. Aber was hier etwas markiert ist. Nandaro, Konokoya. Eine glaubenslose Frau sah eine menschliche Maschine in einem von Götter gebauten Turm beten und fortfahren. Ich habe gebetet, ja, und jetzt repariere ich dich. Au, oh, das tat jetzt echt weh. Oh Gott, das war eine Kombo. Zack. Au. Oh. Weich doch geradeaus, hallo? Hä? Ah, die wollen nicht mehr. Ah, war doch die richtige Idee. Bitte, ich flehe euch an. Tiere verschonen. Na gut, wir werden deine Viecher verschonen. Ah, danke. Warum hast du denn überhaupt... Kann er machen, denn überhaupt all diese Tiere hier? Vor langer Zeit habe ich einmal ein verletztes Tier gerettet. An den Grund kann ich mich nicht erinnern. Das Tier begann mich zu mögen. Es folgte mir auf Schritt und Tritt. Wir spielten zusammen, wann immer es möglich war. Kannst du jetzt mal aufhören? Du zerstörst gerade den Moment. Es war warm, es machte mich glücklich. Interessant. Und immer wenn ich jetzt ein schwaches oder verletztes Tier finde, bringe ich es hierher. Ich kümmere mich um sie, bis sie wieder gesund sind. Danke, dass ihr sie verschont habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns mal wieder besucht. Ihr seid jederzeit willkommen. Wir werden sehen. Oh, cool. Ey. Hör auf. Wir werden uns freuen, wenn ihr uns mal wieder besucht. Ihr seid jederzeit willkommen. Alles klar. Alter, ne? Wie der da immer noch angreift. Geht mir ein bisschen auf die Nerven. Ein Luftleber-Androide hat eine Vision vom Verlust in einem geschlossenen Theater. Beten und fortfahren, du hast für Jack gebetet. Und ich möchte dich bergen. Gut, da haben wir hier nochmal einen netten Roboter kennengelernt, der sogar Tiere rettet. Finde ich eigentlich ganz cool. Und hier links sind jetzt wieder Feinde. Die Super ist eigentlich gerade zu null zu dem Kampf hier.
Tja. Das ist eine Brücke. Über die gehen wir sogar, weil das ja mehr gehören würde. Ich weiß nicht mehr, was ich zu upgraden brauche. Ich spiele ja immer an unterschiedlichen Tagen. Und habe jetzt so ein bisschen viel Zeit hinter der letzten Folge. Ihr bemerkt das natürlich nicht, aber ich probiere täglich hochzuladen. So, Eisenerz. So. Da geht's nicht weiter. Da sieht es auch nicht so aus, als würde es hier irgendwas geben. Nee, deswegen geben wir da auch gar nichts runter. Hier ist noch Loot. Hier geht's runter. So. Hier was. So, da unten scheint ein Weg zu sein. Geht zuerst hin. Und vielleicht kann man ja hier auch wieder Gänge öffnen und das möchte ich ganz so schnell als möglich machen, weil sonst hier den ganzen Weg hier hinlatschen dürfte. さっきの機械生命体たち、王って言ってましたね。機械にも忠誠心が芽生えることなんてあるんでしょうか？ Oh, jetzt habe ich sogar richtig weiter. Ja, geht es. Eine alte Bursch. Öffnet das Tor? Fragezeichen. Okay, nein. Also wir haben einmal eine Monarchie, da haben wir die pazifistische Demokratie. Das sieht nicht gut aus. Au. Verdammt. Kaputt! Kaputt! Okay, gut, auf den Loot da werde ich jetzt mal getrost nicht. Werde ich getrost mal scheißen, denn. Naja, Abgrund. Können wir rüber. Und hier genau gehe ich auch rüber, weil da drüben scheint ja wieder so eine Art Automat zu sein. Garteninformationen erhalten und schnell speichern. Ich glaube, wir werden ja auch wieder einen Bosskampf haben. Und das wird dann doch schon ganz cool. Mal überlegen. Ja doch, wir gehen ja einfach mal runter. Hier war Loot. Und ich würde auch mal sagen,
Wie es dann weiter... Oh, hier kann man angeln. Oho. Wie es dann weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.